Was am Wochenende in Werne wichtig wird, hoher Inzidenzwert und Tatortjubiläum. In Werne ist die 7-Tages-Inzidenz an den kritischen Wert von 300 gekratzt. Was bedeutet das für die Bürger? Außerdem wichtig am Wochenende, Lothar Burmann blickt auf das Tatortjubiläumswochenende. Das wird am Wochenende in Werne wichtig. Am 18. November hat Werne die Inzidenz von 200 gerissen, diese Woche kratzt die Stadt sogar beinahe an die 300er-Grenze. Doch was bedeutet das eigentlich für die Bewohner? Im Prozess gegen einen psychisch kranken Mann aus Werne fährt der Beschuldigte und Wirsch eine Zeugin an. Deren Antwort bringt ihn aber sofort wieder zur Besinnung. Lothar Burmann, Schauspieler aus Werne, stand selbst für den Tatort vor der Kamera. Nun feiert der TV-Krimi am Wochenende 50-jähriges Jubiläum. Burmann blickt deshalb auf seine Tops und Flops, seine persönlichen Erinnerungen und kritisiert den ersten Teil der Doppelfolge zum Jubiläum. Den Dortmunder Fall mit dem Titel An der Familie. Das sollten Sie wissen. Die An- und Abfahrt zur Autokino-Demo von Werde dauerte länger als die eigentliche Kundgebung. Auf der verkündete die Gewerkschaft zwei für Amazon unangenehme Überraschungen. Brandnummer Plus. In Werne haben sich bis Freitag, 27. November, 82 Personen binnen 7 Tagen mit dem Coronavirus infiziert. 11 kamen am Freitag dazu. Die 7-Tages-Inzidenz ist wieder gestiegen. Im ST. Christophorus Krankenhaus in Werne werden derzeit 6 bis 8 Corona-Intensivpatienten betreut. 14 Intensivbetten für Covid-Erkrankte stehen zur Verfügung. Die Nachfrage sei stark, heißt es. Brandnummer Plus. Dass die Tageshöchstmeldung an Corona-Fällen in Werne am Mittwoch mit einem Seniorenheim zusammenhängt, war bereits klar. Jetzt ist aber auch klar, wie viele Senioren wirklich betroffen sind, über 60. Brandnummer Plus. Lothar Burmann steht zurzeit für Rote Rosen vor der Kamera. Über besondere Dreharbeiten unter Corona-Bedingungen und die Zeit am Set mit Karl Deutsch spricht der Schauspieler aus Werne. Brandnummer Plus. Das Wetter. Samstag. In Werne bildet sich am Morgen Nebel bei Temperaturen von 0 Grad Celsius. Im weiteren Tagesverlauf ist es mittags und auch abends bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad. In der Nacht verdecken einzelne Wolken den Himmel bei einer Temperatur von 0 Grad Celsius. Mit Böen zwischen 24 und 32 Kilometer pro Stunde ist zu rechnen. Sonntag. Morgens ist es wolkenlos bei Werten von minus 1 Grad Celsius. Darüber hinaus bilden sich von mittags bis zum Abend hin vereinzelt Wolken und die Temperaturen liegen zwischen minus 1 und 3 Grad. Nachts wird die Sicht durch Nebel eingeschränkt und die Temperatur fällt auf minus 4 Grad Celsius. Mit Böen zwischen 12 und 24 Kilometer pro Stunde ist zu rechnen. Die Verkehrslage. Die interaktive Karte zeigt, wie stark die Straßen in Werne aktuell belastet sind. Wenn Sie weiter reinsimmen, können Sie auch kleinere Straßen sehen. Außerdem können Sie hier Radwege und den öffentlichen Nahverkehr abfragen.